Moin Leute, was geht? Ich melde mich heute aus Hamburg. Genauer gesagt Hamburg Volkspark. Da ist ein kleiner Bikepark mit ein paar Jumps und auch einer kleinen Trailline. Und das schauen wir uns heute mal an. Der Trip hier in diese Bike-Anlage im Volkspark ist ziemlich spontan losgegangen. Und das war auch gut so, denn so konnte ich Andy Litz kennenlernen. Andy fährt auch jegliche Arten von Mountainbikes und ich bin vor einiger Zeit durch seine Hütti-Trail-Videos auf ihn gestoßen. Somit hatte ich jemanden gefunden, der ungefähr auf meinem Niveau hier oben im Norden Bike fährt. Das Problem ist hier nur, dass ich im Gegensatz zu ihm noch nie solche Trails, wie sie hier sind, gesprungen bin. Dementsprechend war ich sehr gespannt, was da heute auf mich zukommt. Die Bike-Anlage gliedert sich in folgende Trails. Zum einen haben wir ganz links die Trail-Line. Daneben ist die, sagen wir mal, Anfänger-Jump-Line, die sich ab der Hälfte in Richtung Drop und Dirt-Jump teilt. Oder aber auch einfach bis zum Schluss durchgefahren werden kann. Und ganz rechts befindet sich die, sagen wir mal, Pro-Jump-Line, die mit ihren Jumps und Tables für unsere Verhältnisse schon deutlich zu groß war. Unschwer zu erkennen hatte ich dieses Mal meinen Brustgurt vergessen, sodass ich die Kamera auf den Helm schnallen musste. Dadurch hat man in der Gesamtheit zwar einen besseren Überblick, aber die Jumps wirken viel weniger schlimm, als sie eigentlich waren. Wir sind zu dem Zeitpunkt schon zwei Runden gefahren, in denen ich festgestellt habe, dass ich das trotz Helmkamera gerne festhalten möchte. Gerade wenn man es noch nie gemacht hat, ist das Gefühl, diese Tables richtig abzuspringen und vor allem am Ende richtig zu landen, absolut geil. Oh, ey. Oh. Ey, ist das geil. Aber jetzt müsst ihr blinken, ne? Ja. Sehr gut. Wir sind live. Sehr gut. Man kann ja noch mal die Trail, die blaue fahren. Ja. Die geht ja links an dem Drop vorbei, ne? Bist du bereit? Ja. Und jetzt gleich tickt der erste Moment rein, wo meine Orientierung ganz woanders war. Ach, Kacke! Da wir zu dem Zeitpunkt zu zweit in der Bike-Anlage waren, würde ich sagen, das ist okay. Im Normalfall sind aber auf allen Lines Leute unterwegs, sodass ich dieses Querfeld einfahren nicht unbedingt empfehlen würde. Nach dem ganzen Verkehrschaos wollte ich mir einmal den Drop angucken. Da war ich so heiß auf die Sprünge, dass ich einfach losgefahren bin. Hier hat noch mal einen Anlieger. Oh, die sieht aber auch geil aus, ja. Das ist dann, wo die halt ihre Tricks machen. Und guck mal, so hoch ist er gerade. Hüfte. Aber ja, das sagt man von hier. Und wenn man dann da drauf steht, oh, der ist schon doll. Ah. Ich glaube, der ist mir auch noch eine Nummer. Ah, weiß ich nicht. Wir sind die beide nicht gesprungen. Aber die Zeit habe ich genutzt, um mir mal das Track Slash von Andy anzugucken. Das hat er relativ frisch erworben und das war auch die erste Runde, die er damit gefahren ist. Und nach einem kurzen Bike-Check ging es rein in die nächste Runde. Bist du vor? Bei mir, also sieht ja immer, sieht ja immer aus, wenn einer vorfährt. Achso, an dem Drop vorbei und dann in die... In den Anlieger da unten mal rein. Alles klar. Ach, schon wieder falsch! Nachdem ich jetzt zum zweiten Mal die Orientierung nach dem Start verloren habe, haben wir uns einmal kurz den Pumptrack angeguckt, was mit einem Fully relativ bescheiden funktioniert. Und danach ist Andy vorgefahren. Mein Ziel war es nämlich, dass ich noch einmal zusammenhängend alle Strecken vorstelle. Was ist denn mit meiner Orientierung los?
So, also vom Ding her würde ich, glaube ich, gerne einfach mal ein Stück einmal ganz links, die blaue, wenn ich das schaffe, da lang zu fahren. Dann die erste Jumpline. Oder warte mal, wir haben Drop vorbei. Am besten du, ich biege wieder falsch ab. YouTube interessanter, ne? Ja, muss ich auch sagen. Und ich habe immer einen Kollegen, der fährt vor, ja. Der zweite fährt aber immer hinterher. Vielleicht im Video alle mal darstellen. Haben zwar schon 20.000 vor mir gemacht, aber... Muss. Klar muss das. Die große Jumpline bin ich zwar einmal gefahren, aber das sah mehr oder weniger elegant aus und die Kamera war leider nicht an. Darum ging es jetzt nochmal am Drop vorbei Richtung Dirt Jump. Ach, falscher Gang. Jawohl. Ich will einmal nur versuchen, den so ein bisschen hoch zu fahren. Wie ihr seht, konnte ich nicht widerstehen, den Dirt Jump mal auszuprobieren. Ich hatte kurz vorher an einem anderen Spot schon mal einen Dirt Jump ausprobiert und dabei zumindest schon mal ein bisschen Gefühl dafür entwickeln können. Der hier war aber eine andere Hausnummer, sodass das mehr oder weniger gut aussah. Wenn ich mir das jetzt so angucke, habe ich auf jeden Fall richtig Bock, das wieder zu versuchen. Für heute belassen wir es aber dabei und lassen die Jumps von den Jungs durchziehen, die sie auch drauf haben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like und vor allem gerne ein Abo dalasst. Das war's für heute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Love.